sind hier in der Festung von Bahrain. Ich bin nicht der Richtige, um darüber zu sprechen. Es ist unglaublich, in der Kulisse dieser Festung zu sein, die über 5000 Jahre alt ist. Und ich denke, Sheikha ist die beste Person, um darüber zu sprechen. Bitte, Ma'am. Ich danke dir, Sadhguru. Es ist mir eine Ehre, dich hier an diesem Ort zu haben, im Herzen von Bahrain, diesem antiken Hafen. Es ist die erste Stätte des Weltkulturerbes, die 2012 von der UNESCO aufgenommen wurde. Wir sind sehr stolz darauf, dass du heute hier bist und die Ebenen der Geschichte an diesem wunderschönen Ort entdeckst. Ich weiß, dass die gesamte zivilisatorische Entwicklung auf diesem Planeten um den Indischen Ozean herum stattfand. Absolut. Und dies war ein wichtiger Teil davon. Absolut. Für uns ist es eine vielschichtige Entdeckungsreise, um unser Land, unser Erbe und die Zivilisation zu verstehen, die diesen Ort durchlaufen haben. Auch wenn wir heute nationale Grenzen als etwas Absolutes betrachten, was wir nicht tun sollten, sie sind nur administrative, stadt- und politische Grenzen. Und weißt du, für den Boden gibt es keine Grenzen. Ebenso gibt es für den Ozean keine Grenzen. Der Indische Ozean oder diese Region war die Quelle des Seehandels in der Welt. Von China bis Indonesien, Thailand, Kambodscha, Indien als ganz großes Zentrum und dann hinunter nach Arabien, vor allem in den Golf. Und all diese Nationen, einschließlich Bahrain, haben eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des maritimen Handels und der maritimen Kultur gespielt, wo wir miteinander interagierten, uns unterhielten und durch den Handel zu einem Volk wurden, das nie daran dachte, sich gegenseitig zu erobern, sondern sah, wie wir uns mit unseren Fähigkeiten gegenseitig überholen können. Und das alles ist bei uns gegenwärtig, Sadhguru, mit der Geschichte des Perlenweges, mit unserer Verbindung des Königreichs Bahrain mit dem Meer, mit dem Erbe der Perlentaucher, die Kaufleute, die mit den schönsten Holzdübeln weggingen, die in Bahrain hergestellt wurden. Und sie erzählten die Geschichte dieser Verbindung zwischen uns und zwischen Indien, durch das Meer, durch Gewürze, durch Textilien, durch Nahrung, durch so viele Elemente kommen wir zusammen. Ihr habt vielleicht die Perlen, aber wir kontrollieren den Geschmack. Ich weiß, absolut, absolut.